TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Einen wunderschönen guten Abend jetzt nochmal. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Ablenkung. Ich brauche irgendwas Süßes. Ein Tiervideo. Haben wir was mit Waschbären? Ich hätte gern was mit Waschbären. Dieser Waschbär hängt hier nicht nur ab, er klebt fest. Im US-Bundesstaat Georgia kam es zu niedrigen Temperaturen und Frost. Der Waschbär fror deshalb an den Bahngleisen fest. Und zwar ganz zu seinem Leidwesen mit den Hoden. Ich kann mich im Winter nie wieder auf so ein Schaukelpferd auf dem Kinderspielplatz setzen, weil ich immer denke, oh, geht's noch? Oh, geht's noch? Vor allem der Typ, das war doch der von Guardians of the Galaxy, ne? Ja. Ein Glück ist kein Zug gekommen, du. Klassischer Fall von, der ist um Sackhaaresbreite einer Katastrophe entkommen. Ja. Ich glaube, mit den Klöten festzukleben, das ist echt schmerzhaft, du. Ja. Ich weiß auch, was er danach gemacht hat. Hier. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Wichtig, das ist super wichtig. Und wo wir jetzt gerade über süße Nagetiere reden, mir ist ja egal, was die Menschen essen, sollen sie machen. Mir ist nur wichtig, dass das gesamte Tier verwertet werden sollte. Und da hat auch die Modeindustrie sehr, sehr gut reagiert. Mit tollen, ausgefallenen Accessoires, die nicht jeder hat. Ne? Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie auf einer Party sind, ja, denken sie an was ganz Außergewöhnliches an und dann steht da jemand, der hat genau das Gleiche an. Weißt du, da stehst du und dann denkst du, ey, heute zieh ich den Löwen an. Da kriegst du alle. Und dann, oh fuck, noch einer mit dem Löwen. Oh. Nächstes Mal nehme ich einen Elefanten. Ja. Ich glaube, deshalb nennen wir das übrigens Catwalk, ne? Wegen. Wolfgang Tusch, vielleicht? Ne? Danke. Das war übrigens die schlechteste Aufführung von König der Löwen, die ich jemals gesehen habe. Aber egal. Der Mann, um den es jetzt geht, der kennt keine Modeprobleme. Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ne, wir kennen ihn natürlich alle besser als Armin Laschet 2.0. Er ist jetzt unser Bobbele fürs Grobe. Und der musste mal wieder vor die Presse. Und ich sag mal so, mit dem kann das heiter werden. Sie stehen in Jacke da, ich nicht. Mein Mantel ist irgendwie abhanden gekommen. Nicht dein Ernst. Wirklich, der Bundeswehr fehlt es an allem. Und ausgerechnet der Typ, der noch nicht mal auf seine Jacke aufpassen kann, der soll das alles beheben. Da fehlt nur noch ein Kanzler, der sich nicht mehr an bestimmte Finanzdinge erinnern kann. Wahrscheinlich hat Christine Lamprecht den Mantel geklaut für ihre Voodoo-Puppe. Ah! Schon interessant aber, immer wenn es ums Verteidigungsministerium geht, dann gibt es eine Panne.
Ja, und das musste leider auch mein sehr geschätzter Kollege Matthias Obtenhövel an eigenem Körper feststellen. Denn bei Zoll sollte er eigentlich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann verbunden sein. Ja, die wollte sich zuschalten lassen, aber die war nicht komplett da. Also bildlich ja, aber der Ton, der fehlte. Schönen guten Abend, Frau Strack-Zimmermann. Können Sie hören? Frau Strack-Zimmermann? Bisschen lauter machen, bitte. Die N-1 bitte ein bisschen lauter machen. Hören Sie uns? Hier ist München. Ja, aber Sie müssen es lauter machen, bitte. Aber Sie können mich hören, Frau Strack-Zimmermann. Dann kann ich auch ein bisschen mehr Gas geben. Aber ja, aber ganz weit weg. Ganz weit weg. Dann rufe ich Ihnen zu. Sie müssen es lauter machen, bitte. Warum ist denn der Job des Verteidigungsministers eigentlich der Schleudersitz der Nation? Sie müssen leider lauter machen. Ich verstehe Sie nicht. Sie können uns nicht hören. Sie können hören? So ist es. Nein, Sie sind zu weit weg. Hier sind Nebengeräusche, ich kann Sie nicht hören. Können Sie irgendwas von mir hören? Oder nur die Nebengeräusche? Irgendwas kann ich von Ihnen hören. Dann frage ich noch mal ganz explizit. Schleudersitz, Verteidigungsminister, warum? Ist gut, ne? Ja, so kriegst du auch eine Aufgabe Zoll voll, oder? Dreiviertel Stunde, fertig. Bei der Strack-Zimmermann, haben wir die noch mal ein Bild? Hier, bei der Strack-Zimmermann, ich finde, die sieht mehr und mehr aus wie einer von der Adams Family, oder? Oder Graf Dracula, mit diesen Dingern hier. Schön auch die Frage, können Sie mich hören? So ist es. Nein. So ist es, nein. Was heißt das jetzt? Und auch die Frage war dann gut, ne? Schleudersitz, Verteidigungsminister, warum? Spätestens da hätte ich gedacht, habe ich jetzt hier Funklöcher oder was ist mit dem los? Was ist mit dem Opti los? Ein Glück musste das Linda Zerwakis nicht miterleben. Also ihr geht's gut, um Gottes Willen, nein, aber gut.